So, da sind wir nun vor dem Studio, unmittelbar näher und die Tür schon offen und dann gehe ich mal rein. Max Foley ging zu seinem Zimmer, welches sich außerhalb des Hauptgebäudes am Ende eines langen, überdachten Korridors befand. Das Unwetter tobte noch immer und Max konnte wegen dem heftigen, eisigen Wind, der von der Seite kam, kaum atmen. Rasch schloss er die Tür auf und betrat sein Motelzimmer. Sicherheitshalber zog er seine Smith & Wesson und spähte vorsichtig hinein. Dann machte er Licht. Ein unangenehmer Geruch schlug ihm ins Gesicht. Er ging in das Hotel ein und saß noch eine Weile in seinem Porsche 911 oder in seinem Porsche 911 Turbo. Was jetzt? Bitte nochmal 911 Turbo, sagst du sonst auch. 911! Max Foley bog auf dem Parkplatz von Minas Hotel ein und saß noch eine Weile in seinem Porsche 911 Turbo. Dieses Motel sah aus wie jedes andere Motel in den Vereinigten Staaten. Und das gefiel Max daran nicht. Trotz der blinkenden Neonreklame sah es düster und bedrohlich aus. Das Hauptgebäude ist am Ende eines langen, überdachten Korridors befand. Das Unwetter tobte noch immer. Und Max konnte wegen dem heftigen und eiskalten Wind, der von der Seite kam, kaum atmen. Rasch schloss er die Tür auf und betrat sein Motelzimmer. Sicherheitshalber zog er seine Smith & Wesson und spähte vorsichtig hinein. Dann machte er Licht. Ein unangenehmer Geruch schlug ihm ins Gesicht. Wir im Data Beta Studio und belauschen heute mal Jack Tango bei seinen Aufnahmen zur neuesten Max Foley Folge. Mina vertrauter Feind. Sehr vorsichtig öffnete Max Foley die Tür des uralten, in schwarzer Klavierlackfarbe angestrichenen Kleiderschrankes und war bereit, sofort zu schießen. Während Max um sein Leben kämpfte, war auch das Foley-Team schon in heller Aufregung. FBI-Profilerin Rebecca Starling hatte zu diesem Zeitpunkt zwei Gesundheitskapseln gegen ihre Halsschmerzen eingenommen, die sie vom Professor mitbekam. Er hatte sie extra nach einem speziellen Schweizer Rezept von Ricola hergestellt. Die Wirkstoffe veränderten allerdings auch Rebeccas Stimme für 24 Stunden. So, das war wieder eine erfolgreiche Aufnahmesession zum Hörspiel von Mina, vertrauter Feind aus der Max Foley-Reihe. Ich bedanke mich bei Marcel. Gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert uns. Marcel, sein Kanal wird hier verlinkt. Für